Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Huber, sehr geehrte Mitglieder der Jury, sehr geehrte Preisträger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die deutschen Verfassungen seien nichts als leeres Stroh, woraus die Fürsten die Körner für sich herausgeklopft haben. Und die Wahlgesetze seien nichts als Verletzungen der Bürger- und Menschenrechte der meisten Deutschen. Und die Justiz sei die Hure der deutschen Fürsten. Diese Worte stammen, wie Sie vielleicht bemerkt haben, aus dem hessischen Landboten, Georg Büchners, der den Text unter Inkaufnahme großen persönlichen Risikos verfasste und sodann drucken und verbreiten ließ. Die insbesondere auf einer Gegenüberstellung der Einnahmen und der in Büchners sinnlosen Ausgaben des Staates fußende Kritik an den bestehenden Herrschaftsverhältnissen stellt nicht zuletzt aufgrund seiner sprachlichen Wucht ein ganz bedeutendes Zeugnis kritischen Journalismus dar, auch wenn der hessische Landbote nur in einer Auflage von nicht viel mehr als 1000 Stück erschien und nur wenige Seiten umfasste. Zugleich ist der Text ein bedeutendes Zeugnis der Verfassungsbewegung des Vormärz, die in der Verabschiedung der Frankfurter Paulskirchenverfassung des Jahres 1848-1849 mündete. Auch in Reaktion auf die Erfahrungen mit dem Zensurregime der Karlsbader Beschlüsse verbürgte sie als erste gesamtdeutsche Verfassung die Grundrechte der Meinungs- und der Pressfreiheit. Auch wenn die Verfassung bekanntlich nie in Kraft trat, weil der preußische König sich weigerte, die Kaiserkrone von einer verfassungsgebenden Versammlung auf sein Hauptgesetz zu bekommen, so darf dennoch die Vorbildfunktion gerade der Grundrechte der Paulskirchenverfassung nicht unterschätzt werden. Besser als in Frankfurt des Jahres 1849 gelang die praktische Umsetzung verfassungsrechtlicher Ideale im Weimar des Jahres 1919. Die dort verabschiedete Reichsverfassung enthielt neben anderem vor allem eine in der Paulskirchenverfassung noch nicht enthaltene Vorschrift, die im Folgenden eine bedeutende Rolle für unser heutiges Thema spielen wird. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus, heißt es dort programmatisch in Artikel 1, womit der Weg in die Demokratie geebnet war. Allerdings war dieser, wie wir heute wissen, mit zahlreichen, teils durchaus größeren Schwierigkeiten gepflastert. In verfassungsrechtlicher Hinsicht zu nennen sind etwa der Umstand, dass die Verbindlichkeit der Grundrechte der Weimarer Verfassung für den Staat und damit auch der Meinungs- und Pressefreiheit nicht eindeutig geklärt war und es an einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit zur Durchsetzung der Grundrechte der Bürger gegenüber dem Staat fehlte. Mit dem Bonner Grundgesetz des Jahres 1949 versuchte man, diesen Fehler zu beheben. Wenn man die Texte der drei genannten Verfassungen nebeneinander legt, erkennt man, welch wichtige Vorarbeiten die Vorfahren des Grundgesetzes geleistet haben. So hat der Wortlaut der Meinungs- und Pressefreiheit im Grundgesetz einige Formulierungen der Paulskirchenverfassung fast wörtlich übernommen. Und auch der Satz, die Staatsgewalt geht vom Volke aus der Weimarer Verfassung, findet sich wörtlich im Grundgesetz. Sie sehen, meine Damen und Herren, Plagiate können manchmal auch hilfreich sein. Im Grundgesetz wird die Meinungs- und die Pressefreiheit freilich noch um die Hörfunk- und die Filmfreiheit ergänzt. Alle diese Gewährleistungen können zusammengefasst als eine durch das Grundgesetz garantierte Medienfreiheit bezeichnet werden, auch wenn der Begriff Medienfreiheit im Grundgesetz selbst nicht zu finden ist. Ausdrücklich verwendet wird er erst in neueren Grundrechtskatalogen, so etwa in der EU-Grundrechtecharta. Erst unter der Geltung des Grundgesetzes gelang es nun, die Medienfreiheit mit dem Satz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, fruchtbar zu verbinden. Aus dieser Verbindung folgt, was ich im Titel meines Vortrags als Verfassungsauftrag des kritischen Journalismus bezeichnet habe. Wenn wir als Bürger die Aufforderung zur Volksherrschaft annehmen wollen, wenn wir sie ernst nehmen wollen, sind wir auf Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren Journalisten, angewiesen. Denn was wir über unsere Gesellschaft wissen, über das, was sich aktuell tut, das wissen wir im Wesentlichen über die Medien.
Die sogenannte Spiegel-Affäre, in deren Zuge übrigens auch die IG Metall unter Otto Brenners Führung zu Demonstrationen gegen die Bundesregierung aufrief, gab dem Bundesverfassungsgericht Gelegenheit, auf Grundlage dieser soziologischen Erkenntnis Medienfreiheit und Demokratieprinzip zusammenzuführen und damit in seinem Spiegelurteil des Jahres 1966 die Pressefreiheit aus dem Kreis der anderen grundrechtlichen Freiheiten, wie etwa der Religionsfreiheit oder der Berufsfreiheit, in gewisser Weise herauszuheben. Politische Entscheidungen, so heißt es im Urteil, können nicht getroffen werden, wenn der Bürger sich nicht umfassend informieren kann. Und zwar sowohl in tatsächlicher Hinsicht als auch in Bezug auf die verschiedenen Meinungen, die sich zu einem Thema bilden. Deswegen, so das Bundesverfassungsgericht, sei es Aufgabe der Medien, als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung die notwendigen Informationen zu beschaffen und zu ihnen Stellung zu beziehen. Außerdem dienten die Medien dazu, die in der Gesellschaft sich ständig neu formenden Meinungen und Forderungen an die Politik heranzutragen, damit diese sie in ihr Handeln einbeziehen könne und dementsprechend Politik gestalten könnte. Zusammengefasst sei deswegen eine, ich zitiere, freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich. Zitat Ende. Und in späteren Entscheidungen heißt es hieran anknüpfend, freie Medien seien für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung schlechthin konstituierend. Meine Damen und Herren, den meisten von Ihnen hier im Saal ist das heutzutage selbstverständlich. Aber der Weg dorthin war steinig und es war nicht umsonst, dass das Bundesverfassungsgericht bemüht wurde und in dieser Entscheidung eine Rechtsprechungslinie begonnen hat, die bis heute in ganz verschiedenen Bereichen nachwirkt und die nicht nur von unseren Mitgliedstaaten in der EU rezipiert worden ist, von vielen Verfassungsgerichten dort, sondern von vielen Verfassungsgerichten auf der ganzen Welt. Diese Funktion einer freien Presse für die Demokratie bezeichnet das Bundesverfassungsgericht im Spiegelurteil als öffentliche Aufgabe der Medien. Kritischer Journalismus gerät insoweit zum Verfassungsauftrag. Allerdings stehen die Worte öffentliche Aufgabe im Urteil in Anführungszeichen. Und das, meine Damen und Herren, aus gutem Grund. Denn das Gericht betont schon im nächsten Satz, dass diese Aufgabe, obwohl sie eine öffentliche ist, nicht vom Staat, sondern nur durch in geistiger und wirtschaftlicher Konkurrenz stehende Medienunternehmen wahrgenommen werden könnte. Sie erkennen das Dilemma. Die Demokratie ist darauf angewiesen, dass die Bürger möglichst umfassend politisch informiert werden. Sie kann diese öffentliche Aufgabe aber selbst nicht erfüllen. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie selbst die Berichterstattung anbieten könnte. Den Staat trifft allerdings die Pflicht, so das Bundesverfassungsgericht weiter, in seiner Rechtsordnung überall dem Postulat der Medienfreiheit Rechnung zu tragen. Dies könnte sogar in die Pflicht des Staates münden, Gefahren abzuwehren, wären die einem freien Pressewesen etwa aus der Bildung von Meinungsmonopolen erwachsen könnten. Meine Damen und Herren, wie geht das Bundesverfassungsgericht mit dieser Pflicht des Staates um? Bei genauerer Betrachtung zweierlei Weise. Zum einen ist es als öffentliche Institution selbst gefordert, mit den Medien zu kooperieren, den Informationswünschen der Journalisten Rechnung zu tragen und über seine Arbeit aufzuklären. Zum anderen gewährt es Rechtsschutz bei Verletzungen der Medienfreiheit, wobei mit jeder seiner Entscheidung zugleich der Gehalt dieser Gewährleistung weiter konkretisiert wird. Dass die Öffentlichkeitsarbeit von Gerichten immer wichtiger wird, beweist nicht zuletzt die Diskussion um den NSU-Prozess in München. Und auch der Umstand, dass der Medienprojektpreis des diesjährigen Otto-Brenner-Preises an eine sehr verdienstvolle Internetseite verliehen wird, die minutiös den Ablauf des NSU-Prozesses einer breiten Öffentlichkeit sowohl in Deutschland als auch in der Türkei zugänglich macht. Gerichte, meine Damen und Herren, sind auf die Akzeptanz und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Sonst können sie ihrer Funktion der Schaffung von Rechtsfrieden nicht gerecht werden. Das gilt ganz besonders für das Bundesverfassungsgericht. Die Medien spielen insofern in mehrfacher Hinsicht eine ganz entscheidende Rolle. Indem sie über die Arbeit der Gerichte berichten,
Bieten Sie den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, vom Inhalt gerichtlicher Verfahren auch jenseits der persönlichen Teilnahme als Zuhörer einer mündlichen Verhandlung Kenntnis zu erlangen. Und indem Sie darüber hinaus den Inhalt von Entscheidungen zusammenfassen, erläutern, bewerten, in einen rechtlichen oder auch außerrechtlichen Kontext einstellen und die Folgen einer Entscheidung abschätzen versuchen, machen Sie der Öffentlichkeit die Arbeit der Gerichte oft überhaupt erst verständlich. Meine Damen und Herren, nur wenige unter Ihnen werden wahrscheinlich gerne Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts lesen. Häufig sehr lange Texte, überwiegend, wie ich finde, klar verständlich, aber mitunter doch auch nicht sehr spannend. Es sind Texte für Profis. Sie sollen zwar verstanden werden von den Bürgerinnen und Bürgern und wir bemühen uns darum, aber es sind Texte für Profis und deshalb brauchen wir Profis, die diese Texte übersetzen, die das, was dort entschieden wird, weitergeben, die in der Lage sind, relativ komplizierte Erwägungen zusammenzufassen, zu bewerten, in eine Linie zu stellen mit anderen Entscheidungen und so den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln können, was denn eigentlich hier entschieden worden ist und worum es eigentlich in dem Fall geht. Für die Rechtsordnung wird diese Aufgabe zukünftig wohl deshalb noch an Bedeutung gewinnen, weil die Komplexität aufgrund verschiedener Entwicklungen wie der Europäisierung und der Internationalisierung weiter zunimmt. Also wir werden nicht weniger Aufklärung über Recht und das, was Gerichte tun haben, sondern wir werden mehr Aufklärung dafür benötigen, weil noch mehr Gerichte Entscheidungen treffen, die unser konkretes Leben tangieren und weil das, was entschieden wird, komplizierter wird. Außerdem gehört zu einer Demokratie nicht nur die Kontrolle der Politik durch die Bürger. Auch die Arbeit der Gerichte muss kritisch begleitet werden können, wenn auch heute vielleicht nicht mehr unbedingt in den harschen Worten des hessischen Landboten. Deswegen ist die dritte auf die vierte Gewalt angewiesen. Insoweit kann man durchaus sagen, freie Medien sind nicht nur für die Demokratie konstituierend, sie sind es auch für einen wirkungsvollen Rechts- und Grundrechtsschutz. Neben seiner Öffentlichkeitsarbeit nimmt das Bundesverfassungsgericht seine Pflicht zum Schutz der Freiheit der Medien natürlich vor allem durch seine Rechtsprechung wahr. Das über 40 Jahre alte Spiegelurteil hatte ich bereits erwähnt. Eine bedeutende Entscheidung, obwohl die Beschwerdeführer des Spiegels im Ergebnis unterlagen. Die Berichterstattung über die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Euro-Rettung hat für diese Art von Entscheidung einen einigermaßen passenden Begriff erfunden, Ja-Aber-Entscheidung. Das ist so ein bisschen despektierlich gemeint. Aber das sind Entscheidungen, die im Ergebnis den staatlichen Institutionen Recht geben, gleichzeitig aber eine Reihe von Bedingungen formulieren, die der Staat zukünftig beachten muss. Eine der wichtigsten Ja-Aber-Entscheidungen war die Entscheidung Marbury versus Madison des US Supreme Court vor ungefähr 200 Jahren. Auch eine Ja-Aber-Entscheidung, die aber die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Welt aufgerichtet hat und zum ersten Mal dazu geführt hat, dass eine Entscheidung verfassungsgerichtlich anhand der Verfassung überprüft werden konnte. So ist es auch im Spiegelurteil. Es gab zwar den staatlichen Ermittlungsbehörden Recht, die den Spiegelherausgeber und einzelne Redakteure wegen Landesverrates verhaftet, die Redaktionsräume durchsucht und umfangreich Unterlagen beschlagnahmt hatten. Allerdings schrieb es die konstituierende Bedeutung der freien Medien für die Demokratie und die Zukunft fest. Damit ist das Spiegelurteil ein bedeutender Baustein innerhalb einer mittlerweile stark verästelten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Medienfreiheit, die heute einen lückenlosen Schutz aller mit der Herstellung und Verbreitung von Nachrichten verbundenen Tätigkeiten umfasst. Lassen Sie mich einige kurze Beispiele nennen. Bedeutend ist etwa die Blinkführentscheidung aus dem Jahre 1969, in dem sich eine kleine Wochenzeitschrift einem Boykottaufruf durch ein mächtiges deutsches Verlagsunternehmen ausgesetzt sah. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Frage zu klären, ob der Boykottaufruf durch die Medienfreiheit des Verlagshauses gedeckt war oder nicht vielmehr die Pressefreiheit der kleinen Wochenzeitung verletze.
Das Bundesverfassungsgericht entschied im Sinne der Pressefreiheit, indem es ausführte, zum Schutz des Instituts der freien Presse müsse die Unabhängigkeit von Presseorganen auch gegenüber Eingriffen wirtschaftlicher Machtgruppen mit unangemessenen Mitteln auf Gestaltung und Verbreitung von Presseerzeugnissen gesichert werden. Denn das Ziel der Pressefreiheit, die Bildung einer freien öffentlichen Meinung zu erleichtern und zu gewährleisten, erfordere den Schutz der Presse gegenüber Versuchen, den Wettbewerb der Meinung durch wirtschaftliche Druckmittel auszuschalten. Wegweisend war etwa auch die sogenannte Tendenzschutzentscheidung aus dem Jahre 1979. Unter expliziter Bezugnahme auf das Spiegelurteil führte das Bundesverfassungsgericht aus, die Aufgaben der Medien im Sinne der Demokratie umfassenden Informationen anzubieten, die Vielfalt der bestehenden Meinung wiederzugeben und selbst Meinung zu bilden und zu vertreten, setze die Existenz einer relativ großen Zahl selbstständiger, vom Staat unabhängiger und nach ihrer Tendenz, politischen Färbung oder weltanschaulichen Grundhaltung miteinander konkurrierender Presseerzeugnisse voraus. Deswegen sei dem Staat nicht nur die eigene Einflussnahme auf die Tendenz einer Zeitung verwehrt, er dürfe darüber hinaus die Presse auch nicht durch rechtliche Regelungen fremden, nichtstaatlichen Einflüssen unterwerfen oder öffnen. Im Jahre 1984 stellte das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung über das Wallraff-Buch Der Aufmacher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war, fest, dass vom Schutz der Pressefreiheit auch die Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit eines Presseunternehmens umfasst ist, sogar gegenüber den Recherchen eines investigativen Journalismus. Zugleich betonte das Gericht aber auch, dass die Meinungsfreiheit grundsätzlich auch die Veröffentlichung rechtswidrig beschaffter Informationen schütze. Im Fall der Erlangung einer Information durch widerrechtliche Täuschung sei eine Veröffentlichung unter Abwägung der Presse mit der Meinungsfreiheit zulässig, wenn die Bedeutung der Information für die öffentliche Meinungsbildung eindeutig die durch den Rechtsbruch verursachten Nachteile überwiege. Damen und Herren, eine schwierige Entscheidung. Sie sehen, wir bewegen uns hier am Rande dessen, was legal ist, und gleichzeitig wollen wir dem Nichtlegalen doch den Schutz der Verfassung geben. Das Bundesverfassungsgericht hat sich schwer getan mit dieser Entscheidung, aber ich glaube, sie ist ganz klug und sie wird auch in der Folge in anderen Entscheidungen immer wieder einmal aufgenommen und angedacht. Soweit Schilderungen der Redaktionskonferenz im Raum standen, gab das Bundesverfassungsgericht der Bild-Zeitung recht, weil diese Passagen des Wallraff-Buches keine gravierenden Missstände aufgedeckt hätten. Hinsichtlich anderer Teile des Buches, insbesondere dem Bericht über die Verfälschung eines Manuskripts durch den Chefreporter, wog demgegenüber nach Ansicht des Gerichts die Meinungs- und schwerer als die Pressefreiheit des Springer Verlages. Dass durch die Verweigerung staatlicher Leistungen, etwa in Gestalt von Vertriebserleichterungen, die Pressefreiheit verletzen kann, wenn eine selektive Presseförderung konkurrierender Presseunternehmen erfolgt, entschied das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum sogenannten Postzeitungsdienst des Jahres 1989. Allerdings betonte es zugleich auch, dass Differenzierungen hinsichtlich der Förderungsbereichs möglich sind, soweit diese nicht an den Inhalt der verbreiteten Meinung oder der Tendenz der Presseerzeugnisse anknüpfen, sondern lediglich solche Erzeugnisse von der Förderung ausschließen, die nicht auf eine Teilnahme am Prozess der öffentlichen Meinungsbildung ausgerichtet sind. In seiner Entscheidung zur Handyüberwachung im Jahre 2003 hatte sich das Bundesverfassungsgericht mit einem auch im Moment wieder aktuellen Thema zu befassen. Es ging um die Erhebung der Verbindungsdaten des Telekommunikationsverkehrs von Pressevertretern. Eine solche Überwachung, so das Bundesverfassungsgericht, stelle nicht nur einen Eingriff in die Telekommunikationsfreiheit der Journalisten, sondern auch in deren Pressefreiheit dar. Im Jahre 2005 entschied das Bundesverfassungsgericht im Junge-Freiheit-Urteil, dass die Pressefreiheit auch tangiert werde, wenn staatliche Institutionen die Wirkungsmöglichkeiten eines Presseerzeugnisses im Hinblick auf potenzielle Leser, Interessenten, etc. nachteilig beeinflussten, indem sie eine Zeitung in einem Verfassungsschutzbericht erwähnen. Als letztes Beispiel aus der Rechtsprechung des Gerichts möchte ich schließlich die Cicero-Entscheidung des Jahres 2007 nennen.
Mit ihr, meine Damen und Herren, schließt sich gewissermaßen der Kreis mit dem fast 40 Jahre älteren Spiegelurteil. Auch diesmal ging es um die Durchsuchung von Redaktionsräumen und die Beschlagnahme von Datenträgern wegen des Verdachts eines Verrats staatlicher Geheimnisse. Auch diesmal unterstrich das Bundesverfassungsgericht die konstituierende Bedeutung der Freiheit der Medien für die freiheitliche demokratische Grundordnung. Anders als im Spiegelurteil gab es aber den Beschwerdeführern Recht und stellte die Verfassungswidrigkeit der Durchsuchung der Beschlagnahme fest. Auch Ja-Aber-Entscheidungen sind nicht immer Ja-Aber-Entscheidungen, sondern sie sind manchmal der Anfang von Nein-Entscheidungen und gehen in diese über. Insofern werden sie mitunter auch von der Presse etwas unterschätzt. Die Herausforderungen eines dem Demokratieprinzip dienlichen Journalismus liegen heute allerdings anders als zu Georg Büchners Zeiten. Jedenfalls in Deutschland, oftmals jenseits der Abwehr staatlicher Eingriffe. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen durchweg geringer wären. Die Möglichkeiten des Internet beispielsweise sind für den kritischen Journalismus zugleich Fluch und Segen. Neben vielem anderen ermöglicht das Internet die sehr schnelle und unter Umständen auch sehr kostengünstige Verbreitung journalistischer Inhalte. So war es vielleicht auch dem Internet zu verdanken, dass das weltweite Bekanntwerden der Enthüllungen von Edward Snowden von den hiervon betroffenen Regierungen nicht verhindert werden konnte. Und mit Hilfe des Internet können sich heute immer mehr Bürgerinnen und Bürger über ein breites Spektrum der im öffentlichen Raum vertretenen Meinungen informieren, weil sie nicht mehr ausschließlich auf ihre Tageszeitung und die Tagesschau oder die Tagesthemen oder heute oder wie auch immer angewiesen sind. Als Kehrseite dessen haben aber gerade Printmedien heute nicht selten Schwierigkeiten, eine ausreichende wirtschaftliche Grundlage für ihr Handeln zu sichern. Herr Huber hatte das schon angedeutet in seinen Eingangsworten. Das gilt auch und gerade für den Qualitätsjournalismus. Die jüngsten Beispiele der Frankfurter Rundschau und der Financial Times Deutschland geben insoweit Anlass zur Sorge. Die Demokratie braucht zur Vermittlung komplexer gesellschaftlicher und politischer Ereignisse Journalisten, die über eine gute Ausbildung verfügen, die sich in ihrem Themenfeld auskennen und die auch, das muss man bei dieser Gelegenheit auch sagen, angemessen bezahlt werden. Außerdem braucht gute Berichterstattung Zeit, ganz besonders, wenn im Rahmen einer investigativen Recherche zunächst einmal die relevanten Tatsachen ans Licht zu bringen sind. Gerade die zeitlichen Ressourcen werden angesichts des vor allem durch das Internet angetriebenen sogenannten Echtzeitjournalismus immer knapper. Und wenn ständig neue Nachrichten erforderlich sind, um die kurzen Aufmerksamkeitsspannen der Internetnutzer auf die eigenen Seiten zu lenken, taugt zunehmend jede kritische Äußerung eines Amtsträgers zur Nachricht. Da damit zugleich die Bereitschaft öffentlicher Amtsträger, inhaltliche Aussagen zu treffen, permanent abnimmt, befinden wir uns in einem Zirkulosus Vitiosus. In Reaktion auf die Inhaltslehre vieler Äußerungen müssen zunehmend Aussagen, die eigentlich keinen Nachrichtenwert haben, zu Meldungen stilisiert werden. Die Diskursfunktion einer pluralen Medienlandschaft wird zudem gefährdet, wenn Politikberichterstattung zunehmend weniger die sachlichen Gründe für unterschiedliche Meinungen erörtert, sondern in erster Linie teilweise nur vermeintliche persönliche Konflikte zwischen einzelnen Personen zum Erklärungsmuster des Politikbetriebs bestimmt. Werden zudem durch eine zugespitzte Personalisierung und die Konzentration auf leicht zu vermittelnde persönliche Fehler komplexe Sachverhalte verkürzt dargestellt, so geraten die entscheidenden Strukturen, die häufig viel wichtiger sind für die Erklärung von Missständen, in den Hintergrund. Die Folgen sind nicht zuletzt eine gewisse Trivialisierung und Simplifizierung der Berichterstattung. Nicht nur im Internet kann außerdem die zunehmende Bildberichterstattung Auswirkungen auf das Niveau des Journalismus haben. Meine Damen und Herren, wir alle mögen Bilder. Bilder sind aber wenig präzise, sehr suggestiv und interpretationsoffen und befördern zudem den mit zahlreichen Nebenwirkungen verbundenen Trend zur Personalisierung. In vielen Bereichen können Bilder die Informationsvermittlung durch Texte allenfalls ergänzen,
nicht aber ersetzen. So ist etwa das Recht mit Bildern oft nur sehr ausschnittsweise zu erfassen. Das Bundesverfassungsgericht kann sich insoweit sehr glücklich schätzen, dass aus Karlsruhe trotz eines auch insoweit zu beobachtenden Trends zur Kosteneinsparung eine nicht unerhebliche Zahl sehr qualifizierter Journalistinnen und Journalisten dafür sorgen, dass die eben oft langen und komplizierten verfassungsgerichtlichen Entscheidungen auch jenseits der immer wiederkehrenden Bilder der jeweils 8 Frauen und Männer in roten Roben einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Zeichen für kritischen Journalismus sind heute nach alledem, meine Damen und Herren, nicht einfacher geworden. Für den einzelnen Journalisten, die einzelne Journalistin, bedeutet dies, dass er oder sie sich vielleicht bewusster als früher dafür entscheiden muss, entgegen äußerer Widrigkeiten oder Anreize kritischen Journalismus und nicht bloße Unterhaltung zu betreiben. Wenn man sich fragt, was es ist, dass Journalisten, wie etwa unsere heutigen Preisträger, dazu motiviert, solche Arbeit zu leisten, kommen wir zurück auf den öffentlichen Auftrag, von dem das Bundesverfassungsgericht im Spiegelurteil gesprochen hat. Journalisten verstehen sich in aller Regel nicht als bloße Produzenten von Unterhaltungsprodukten, sondern sie verfügen über ein berufliches Ethos, das als innerer Kompass ihr Handeln zumindest mitbestimmt. Der 1973 entstandene und seitdem immer wieder aktualisierte Pressekodex des Deutschen Presserats, der in seiner Präambel davon spricht, dass Verleger, Herausgeber und Journalisten sich stets ihrer Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit bewusst sein sollen, liefert insofern wichtige Anhaltspunkte für die Beschreibung eines solchen journalistischen Ethos. Die einzelnen Bestimmungen des Pressekodex wirken dabei zugleich wie eine Ausformulierung des vom Bundesverfassungsgericht genannten öffentlichen Auftrags der Medien. Zusammengefasst wird man danach wohl sagen können, das Ethos des Journalisten gebietet ihm in erster Linie die Suche nach der Wahrheit und fordert ihn auf, die als wahr erkannten Tatsachen einer gewissenhaften und von äußeren Einflüssen unabhängigen Bewertung zu unterziehen. Deswegen ist es vielleicht nicht so gewagt, festzustellen, dass der Verfassungsauftrag eines kritischen Journalismus nicht auf ungehört verhallt, weil er auch von vielen Journalisten als solcher empfunden wird und im journalistischen Ethos seine Entsprechung findet. Insofern scheint mir, und das ist mir erst bei der Überlegung über den kritischen Journalismus so richtig aufgefallen, eine gewisse Parallele zu bestehen zwischen dem Ethos von Journalisten und Juristen und insbesondere Richtern. Auch der Jurist, zumal der Richter, forscht nach der Wahrheit und sucht, die ermittelnden Tatsachen zutreffend zu bewerten. Auch wenn die Regeln der Wahrheitssuche und der Bewertung natürlich in größerem Maße als bei der journalistischen Arbeit gesetzlich vorgegeben sind, aber das ist das Ziel, es ist das Ziel, einen wahren Sachverhalt herzustellen, diesen Sachverhalt zu konstruieren, ihn zu klären und diesen Sachverhalt einer gerechten Beurteilung zuzuführen. Wie der Journalist ist der Richter dabei stets bemüht, unabhängig und unparteilich diese gerechte und angemessene Bewertung der ermittelten Tatsachen zu finden. Er ist dabei in gewisser Weise auch unkontrolliert. Natürlich gibt es weitere Instanzen, die ihn aufheben können, und es gibt andere Journalisten, die Journalisten kritisieren. Das kommt selten vor, aber auch mal ab und zu. Aber er ist in gewisser Weise immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Und dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein, das, meine Damen und Herren, erträgt man nur über einen längeren Zeitraum und kann daraus schöpfen, wenn man etwas hat wie Ethos. Und dieses Ethos hält den Journalisten über Wasser, wenn die Zeiten nicht gut zu ihm sind. Und es hält auch den Richter über Wasser, wenn er mit hohen Fallzahlen und knappen Ressourcen zu kämpfen hat. Und in beiden Situationen bedarf es gelegentlich Mut und Rückgrat, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber trotz mancher Parallelen darf auch nicht übersehen werden, dass Journalisten in ihrer beruflichen Stellung viel weniger abgesichert sind als Richter. Führt man sich zudem vor Augen,
dass heutige Journalisten regelmäßig auch im Vergleich zu ihren bundesrepublikanischen Kollegen der vorangegangenen Generation einem stärkeren wirtschaftlichen Druck ausgesetzt sind, stehen wir wieder vor einem Dilemma. Einerseits wird Ethos in einer ökonomisierten Gesellschaft zunehmend eine rare Ressource und erscheint gar als Fremdkörper. Andererseits braucht es gerade in Zeiten fortschreitender Ökonomisierung ein starkes, gegenläufiges Movens, damit Berichterstattung nicht zum ausschließlich an Quote und Auflage ausgerichteten Als-ob-Journalismus degeneriert, der den Bürgerinnen und Bürgern einen kritischen Journalismus allenfalls vorgaukelt. Die bewusste Pflege des journalistischen Ethos ist deswegen heute vielleicht wichtiger denn je. Welche aufklärerische Kraft es birgt, wenn die Politik auf ein belastbares Ethos der in den Medien tätigen Personen vertraut, zeigt aktuell ein, wie ich finde, einsichtsreiches Buch von Nils Minkmar über die Kanzlerkandidatur von Peer Steinbrück. Der Politiker machte den Zugang des Autors zum Inneren seines Wahlkampfes nur von einer Bedingung abhängig. Er solle sein Buch so schreiben, wie er es mit seinem Gewissen vereinbaren könne. Auch deswegen sind heute Auszeichnungen wie der Otto-Brenner-Preis vielleicht wichtiger denn je. Sie stärken Journalistinnen und Journalisten, die ihrem Berufsethos folgen und gegen die Anreize eines systemkonformen Verhaltens handeln, den Rücken. Und sie helfen damit, den Verfassungsauftrag eines kritischen Journalismus zu erfüllen. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren Journalisten, leisten einen maßgeblichen Beitrag dazu, dass unsere Demokratie gut funktioniert. Das ist keine kleine Aufgabe, sondern im Gegensatz eine sehr große Verantwortung. Dafür, dass Sie diese Aufgabe immer wieder annehmen, bedanke ich mich, bedanken wir uns sehr herzlich. Vielen Dank. Bleiben Sie doch noch ein bisschen bei uns, Herr Voskuhl. Wenn ich Sie schon mal da habe. Ich hole Ihnen auch ein Mikrofon, dann müssen Sie sich nicht immer so runterbeugen. Nachher sagen Sie uns noch, das war nicht das erste, sondern das letzte Mal, dass Sie hier gesprochen haben. Da kriege ich am Rücken. Ja, das war ein großer Exkurs. Ich könnte jetzt 100 Fragen stellen. Geht nicht, deswegen beschränke ich mich jetzt einfach mal auf aktuelle Entwicklungen. Sie haben die neuen Medien angesprochen. Sie nennen sie Fluch und Segen gleichzeitig. Ich persönlich habe den Eindruck, Sie machen die vierte Gewalt vielleicht noch ein bisschen gewaltiger, manchmal vielleicht sogar, im wahrsten Sinne des Wortes, gewalttätig. Glauben Sie, dass Sie beim Bundesverfassungsgericht zunehmend auch mit diesem Thema zu tun bekommen werden? Das werden wir ganz sicher. Es ist ja allen hier bekannt, dass natürlich das Internet auch eine Möglichkeit ist, die Persönlichkeitssphäre von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Politikern, zu gefährden. Anonyme Blogs sind auf der einen Seite auch ein Segen, es ist ein Informationsfluss, auf der anderen Seite auch eine Gefahr. Wir haben bisher, wenn ich recht sehe, nur sehr wenige Entscheidungen in diesem Bereich getroffen und es wird in Zukunft, glaube ich, ein größeres Problem werden, wie überhaupt die Beeinträchtigung der Medien- und Pressefreiheit oder auch der Persönlichkeitsrechte durch Private, das ist ja die Situation, die wir im Internet vorfinden, stärker sein wird. Glauben Sie denn, dass die Gesetzeslage, dass der Gesetzgeber gut darauf vorbereitet ist, auf diese neue, erweiterte Art der Öffentlichkeit, also zum Beispiel beim Thema Datenschutz? Das ist ein Thema, das der Gesetzgeber wahrscheinlich nicht mit einem Wurf erledigen kann, sondern wir werden gefordert sein, in den nächsten Jahren diese Entwicklung sehr sensibel zu begleiten, sie immer zu betrachten. Und ich glaube, es wird aus Sicht des Gesetzgebers eher richtig sein, immer zu versuchen, wieder ein kleines Stück anzubauen, unsere bestehenden Gesetze dort zu verbessern, wo man gerade aktuellen Handlungsbedarf sieht. Die Vorstellung, wir könnten jetzt nach 3 Monaten intensiver Diskussion ein neues Datenschutzgesetz auf den Weg bringen, das all diese Probleme löst, die halte ich für naiv.
Seit vergangener Woche verhandeln Sie über den ZDF-Staatsvertrag. Auch heute wurde ja hier im Forum schon heftig darüber sind diskutiert. Die Kollegen, das muss ich dazu sagen, nicht, dass jemand glaubt, dass ich jetzt befangen wäre. Nicht befangen, das ist gut, dann kann ich es, weil ich habe nämlich schon gedacht, haha. Nein, also die meisten wissen von Ihnen natürlich, dass es einen ersten und einen zweiten Senat gibt. Aber was der erste und der zweite Senat genau machen, das wissen vielleicht nicht alle. Der erste Senat ist der sogenannte Grundrechte-Senat. Er ist vor allen Dingen für solche Fragen wie eben Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Datenschutz zuständig. Der zweite Senat ist eher, das ist nicht ganz klar, der staatsorganisationsrechtliche Senat. Mein Kollege Herr Landau war sehr betrübt, als er im zweiten Senat war und er ließ sich feiern von seinen Freunden, die das auch sehr schön fanden. Und dann sagte eine enge Freundin zu ihm, sag mal, Herbert, hast du denn auch mal Chancen, in den ersten Senat zu kommen? Es ist so, dass beide Senate gleichberechtigt sind und die haben auch beide wichtige Entscheidungen. Manchmal ist der eine Senat etwas aktiver als der andere, aber lassen Sie sich ansonsten von der Bezeichnung erster, zweiter Senat nicht täuschen. Auch die Präsidentschaft wechselt. Also ich bin Vorsitzender des zweiten Senats, jetzt Präsident. Mein Nachfolger wird Vizepräsident werden und der Nachfolger von Herrn Kirchhoff, dem Vorsitzenden und Vizepräsidenten des ersten Senats, das wird dann der neue Präsident des Bundesverfassungsgerichts sein. Das steht nicht im Grundgesetz, hat sich aber in der Praxis so ergeben in den letzten Jahrzehnten und ich sehe im Augenblick keinen Grund oder auch keine sozusagen Bewegung in der Politik, diese Praxis zu ändern. Ist ja wie beim Fernsehen, erstes und zweites. Aber Sie werden ja trotzdem eine Meinung dazu haben, für wie heikel, querstrich rechtens, halten Sie den politischen Einfluss, nicht nur beim ZDF? Politischer Einfluss lässt sich schwer messen. Das ist das Problem, in dem man auch, das man jetzt lösen muss, wenn man diese Entscheidung trifft. Sie wissen nicht genau, wie Informationsflüsse laufen, wer mit wem spricht. Deshalb ist es wichtig, sozusagen eine überzeugende Grundstruktur zu haben. Und ob die gegeben ist, das werden die Kollegen des ersten Senats weise entscheiden. Eine weise Antwort ebenfalls. Letzte Frage. Im Kino ist jetzt ein Film angelaufen, Inside WikiLeaks, untertitelt Die fünfte Gewalt. Würden Sie dem zustimmen? Eine fünfte Gewalt? Haben wir es wirklich mit sowas zu tun bei Phänomenen wie solchen Plattformen? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, welche Funktion solche Plattformen übernehmen werden. Dass sie offensichtlich große Politikrelevanz haben, das haben wir erlebt mit den Informationen, die dort zur Verfügung gestellt werden. Dass diese Informationen teilweise rechtswidrig erlangt werden, ist ein ernsthaftes Problem. Wenn man Legalität von den Bürgerinnen und Bürgern verlangt, dann muss man es grundsätzlich auch in dem Fall verlangen. Aber wir haben gelernt aus dieser Wallraff-Entscheidung, die ich zitiert habe, dass es unter bestimmten Umständen auch hier Rechtfertigung geben kann. Insofern ist das auch für den Verfassungsjuristen ein sehr, sehr schwieriger und aber auch interessanter Bereich. Ich habe den Eindruck, dass wir zwei Entwicklungen haben werden in nächster Zeit. Wir werden einmal eine Verstärkung solcher sozusagen Informationsplattformen haben, in dem Sinne, dass Bürgerinnen und Bürger Informationen, die sie irgendwo her haben, zur Verfügung stellen und andere darauf aufmerksam machen. Diese Information ist aber ungefiltert, sie ist unverarbeitet. Wir werden deshalb auch unter diesen augenblicklich schwierigen Bedingungen, glaube ich, eine Zukunft des Qualitätsjournalismus haben, denn wir werden noch stärker von Menschen abhängig sein, die in der Lage sind, solche komplexen Phänomene seriös, kenntnisreich und verantwortungsvoll zu bewerten. Und deshalb mache ich mir insofern um den Qualitätsjournalismus keine Sorgen, auch wenn es sicherlich im Augenblick keine einfache Zeit ist, weil sich gerade wir in einer Zeit des Wandels sind. Eine Botschaft, die viele ja freuen dürfte. Professor Andreas Voskuhle, danke schön, dass Sie bei uns waren.